wir unsere Sachen gut machen, dann ist wurscht, wer da auf der anderen Seite steht eigentlich. Der erste FC Magdeburg trifft am Freitagabend auf Hannover 96. Die Niedersachsen gewannen vergangene Woche erstmals in dieser Zweitligasaison. Der Magdeburger Cheftrainer Christian Tietz möchte dennoch nur auf die eigenen Stärken setzen. Wir wollen uns auf uns konzentrieren, die Art, wie wir Fußball spielen wollen. Und dabei heißt, dass wir wissen, intensiv in den Zweikämpfen drin zu sein, diese anzunehmen, auch gerade im Kampf um die zweiten Bälle. Und dann aber auch, was uns in den letzten Wochen Stückweg auch dann gefehlt hat, dass wir Torschancen haben wir ja auch übrigens am Sonntag wieder gehabt und gar nicht mal, sondern sogar teilweise sehr gute Torschancen, dass wir da auch mal es schaffen, dass wir eine, zwei dieser Möglichkeiten nutzen. Und genau daran wollen wir rausgehen. Torschancen rausspielen, versuchen Tore zu erzielen und hinten wirklich sehr kompakt und stabil und konsequent in Zweikämpfen. Andreas Müller ist ebenfalls davon überzeugt, dass die Mannschaft in der Lage ist, ihr eigenes Spiel durchzusetzen. Das sieht man jetzt auch wieder heute im Training zum Beispiel, dass wir da jetzt immer mehr auch merken, wir müssen uns ein bisschen auch anpassen, eben der Liga geschuldet, dass wir dann vielleicht einmal weniger in dieses Hin- und Her-Spiel kommen. Wenn wir das reinkriegen, unsere Dominanz durchzudrücken mit und gegen den Ball, dann wird es extrem schwer gegen uns zu gewinnen. Florian Kahrt, Maximilian Franzke, Leon Schmökel und Barış Artık stehen den Trainern nicht zur Verfügung. Dafür konnte Luca Schuler nach seiner Verletzung die vollständige Trainingswoche absolvieren. Also es ist positiv, dass Luca mittrainieren konnte und da gibt es auch keinerlei Probleme. Also der ist momentan schon gut dabei und der wird auf alle Fälle morgen mit dem Kader sein. Wie wir es letztendlich machen, wollen wir auch mal den morgigen Tag noch abwarten. Aber wir brauchen nicht darüber diskutieren. In den Ausfällen, die wir hatten, ist natürlich Luca ein Spieler vorne mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Wucht, wie auch Bälle abschirmen kann, natürlich für uns eine Alternative, die uns ein anderes Element gibt. Anpfiff ist um 18:30 Uhr in der MDCC Arena.